Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Oh yeah! So, hier sind wir also im letzten Part nicht weitergekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns das auch alles irgendwie ja mit der Rohrposten so nicht weiterhilft. Allerdings habe ich mich eben nochmal ein klein wenig umgesehen und betrachte den Boden. Vielleicht kann ich Munkus hier reinlocken und überwältigen, ohne dass er mich sieht. Nur wie? Das ist die Frage. Also, benutzen wir mal alles mit dem Boden hier. Das geht nicht. Nein, gib mal die Sardinen. Schmiere den Boden mit Öl ein. What the fuck? Die Sardinen bewahre ich fürs Vieh auf. Es mag eklige Dinge. So, also gehen wir jetzt mal raus. Wie sollen wir denn dann hier reinlocken? Also schön. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Was zum... So, wir verstecken uns dann, okay? Ja. Das hat aber nicht so funktioniert, oder? Hätten wir ihm den Rohrpostzylinder noch an den Kopf schießen müssen? Also schön. In der Ruhe. Wir probieren es nochmal aus. Aber wir konnten ja eine Zeit lang was machen. Ich hasse dich! Was zum... Wir konnten ja eben noch eine Zeit lang interagieren. Aber wann müssen wir den da rein tun? Ja. Noch kann ich nichts machen. Aber jetzt? Nein. Pöng. Oh yeah, epische Quest-Abschlussmusik. Sehr schön, wir haben den Hexer gefangen. Oh yeah. Der hat von irgendwas was geschafft. Hat Munkus hier vorhin doch reingelegt. Genau. Ein Spiegel. Ja, warum nicht? Was wollen wir denn mit dem Spiegel? Oh, hallo. Das Spiegelbild sah nie besser aus. Okay, hat er nicht gesagt, ihr hebt die Sardinen auf? Für das Vieh? Wir gehen mal hinaus. Können wir uns denn jetzt die Kristalle nehmen? Die Kristalle sollten mir drüben bei der Fratze weiterhelfen. Allerdings brauche ich dafür Unterstützung. Okay, das stimmt. Da gebe ich ihm recht. Dann gehen wir da nochmal raus. Haben Trolle irgendwas mit Spiegeln an sich? Vielleicht erschreckt er sich vor seinem eigenen Spiegelbild oder so. Ich muss gerade mal einen Schluck trinken, sorry. Hey, du Troll! Das ist mein Stichwort. Das hat ihn wütend gemacht, aber wirklich geschadet hat es ihm wohl auch nicht. Kommt er jetzt hier rein? Nee, ich dachte, er kommt vielleicht rein und stürzt ab oder so. Hep. Hm.
Wenn ich ihn nochmal blende, sollte ich lieber verdammt sicher sein, dass mich das weiterbringt. Beim nächsten Mal könnte er richtig böse werden. Ja, hoffentlich rennt er uns dann hinterher. Wenn ich ihn nochmal... Achso, er will ihn jetzt gar nicht mehr blenden. Ah, shit. Also brauchen wir noch irgendwas. Aber was? Aber was? Ja, wir nehmen uns mal so ein Kristall damit. Das haben wir eben gar nicht mehr probiert. Nehmen den anderen Kristall auch mal. Dann sein kann, dass wir damit irgendwie den Strahl maximieren können. So, wir brauchen ja nur zwei Kristalle. Komm, lauf mal schneller hier runter. Die stecken wir jetzt einfach schon mal in die Maschine. Mal schauen, was passiert. Nope. Man wird die Kristalle wieder gleichzeitig berühren müssen. Dafür brauche ich Hilfe. Oh, du kannst doch schon mal da reinstecken. Nope. Nope. Okay. Dann also nicht. Dann kommen wir hier drin aber auch nicht weiter. Ich habe die Tür verkeilt. Der kommt da so schnell nicht raus. Ist ja fein gemacht. Ich habe die Tür... Hier drüben war da eben noch mal eine Luke. Oder nicht? Dachte, ich hätte hier eben drüben noch mal eine Luke gesehen. Ja, dann... Wie kommen wir weiter? Was sollen wir tun? Warum ist die Musik gerade ausgegangen? Wir haben ja sonst nichts. Oh, hallo. Also, schwing mich noch mal rüber, Freund der Nacht. Und geh mal raus. Geht auch nicht. Wenn ich ihn nochmal... Ja, aber beim nächsten Mal wird er richtig wütend, ich weiß, aber... Er würde mich sehen, sobald ich aus... Ach, dann ist das schon wieder doof. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Aber es muss ja irgendwas mit... Lassen sich diese Anfänger doch da traurig Betrachte die Keule. Mit dem Ding will ich keine Bekanntschaft machen. Können wir irgendwas mit der Keule machen? Angeln. Können wir uns die angeln? Der Troll würde mich sehen. Dann blende ihn. Wenn ich ihn nochmal blende. Ja. Mit dem Ding will ich keine Bekanntschaft machen. Da gibst du recht. Vielleicht können die beiden den Troll ablenken. Hey, du Troll! Du bist dumm wie ein... Naja, ein Troll. Ivo? Sogar für einen Troll bist du dumm. Vielleicht solltest du besser nicht... Hey, du Troll! Oh, kann sich nicht am Hintern, guck mal darüber, Mann. Juhu! Los, ich befreie euch und dann nichts wie weg hier. Das ist auch eine mega Wir können doch nicht weg, wir müssen doch das... den Schatz holen. Kein Schatz ist das wert. Weißt du nicht, wer der kleine Dicke ist und wer seine Mutter ist? Das weiß ich. Und ich werde seiner Mutter einen Tipp geben, wer ihrem Liebling wehgetan hat, wenn du uns nicht hilfst. Du... was? Mach das Schiff abflugbereit. Wilbur und ich holen den Schatz und sind gleich wieder da. Ich werde das Schiff abflugbereit machen. Und sobald es das ist, werde ich abfliegen. Mit oder ohne euch. Aber Captain Nate... Sie wissen so gut wie ich, dass Sie sich nicht einfach unter den nächsten Stein verkriechen können. Sie haben nur Trogas Sohn ausgeschaltet. Ich bin erledigt. Nur der Erzmagier kann dich schützen. Und der will den Schatz. Also warte hier.
Okay. Ein Ladebalken. Wir sind weitergekommen. Oh mein Gott. Also los. Also los, du hast schon ein paar Kristalle eingesetzt. Fast ein bisschen unheimlich. Oh, nur fast. Na los. Gehen wir weiter und holen uns den Schatz. Was glaubst du, was für ein Monster die Statue darstellt? Ich glaube kaum, dass das relevant ist. Ach nein. Vielleicht doch. Ah! Nein, nein, nicht A rufen. A rufen ist nicht gut. Du? Ivo? Hm? Es ist dunkel. Ich kann nicht so gut mit Dunkelheit. Dann solltest du für Licht sorgen. Ich kann gerade nicht. Mhm, okay. Fühle hier. Okay. Das ist ein Ding. Etwas Metallisches. Hier ist eine Art rauer, dicker Stoff. Und Gummi. Keine Ahnung, was das ist. Tauchanzug, taste das Ding ab. Das Ding ist zu groß und schwer, um es zu bewegen. Und es scheint keine losen Einzelteile zu geben. Erkunde das Schwarz hier. Ah, Geister oder so etwas Ähnliches. Hm. Oder irgendein Stoff. Vielleicht ein Umhang? Hilft mir zumindest nicht weiter. Okay. Oh, was war da? Was war da? Taste Ding. Ja, weich und warm. Wie ein mit Fett gefüllter Sack. Also ich bin das. Warum bist du so weich? Du hast doch kaum Fett auf den Rippen. Das sind nicht meine Rippen. Oh. Würdest du jetzt bitte deine Hände wieder wegnehmen? Entschuldigung. Betaste Ivo. Das ist Ivo. Und es gibt keinen Grund, sie wieder anzugrabbeln. Aber warum nicht? Das ist Ivo. Und es gibt kein... Okay, ich dachte eigentlich, Ivo steht hier. Versuche dein Glück dort. Etwas Hartes, Hölzernes. Vielleicht sind es Knochen. Lebendige Skelette, die... Vielleicht ist es einfach nur Holz. Oder das. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in einer riesigen Krabbe sind. Versuche es dort. Etwas Kaltes. Aus Metall, glaube ich. Wie eine Kugel mit runden Erhebungen. Einige Stellen an diesem Ding sind aus Glas, wie es scheint. Ha, nimm das Ding aus Metall und Glas. Es ist ziemlich schwer, aber es ist hohl. Auf einer Seite befindet sich eine Öffnung. Es ist also eine Art Gefäß. Ein Taucherhelm. Eine Art Gefäß aus Metall und Glas. Stochere dort herum. Hm. Hier ist irgendetwas Flüssiges. Ich würde ja gern sagen, es ist Wasser, aber es stinkt fürchterlich. Das ist irgendeine stinkende Flüssigkeit. Riecht scharf und ätzend. Ich habe das Gefäß mit stinkender Brühe gefüllt. Okay. Untersuche das Nichts. Ja, eine vertrocknete Leiche. Ihre Haut ist wie Papier und... Es ist ein Karton. Ja, das sehen wir ja sogar. Nimm den Karton. Hab ihn. Jetzt, okay. Öffne den Karton. Im Karton sind kleine Schachteln. Oh yeah. Und in den Schachteln sind trockene, eckige Dinger. Fühlt sich etwa an wie getrocknetes, zu Würfeln gepresstes Gras. Okay, Leute, ich würde einfach mal sagen, das sind Instant-Leuchtquappen.
Und damit machen wir dann gleich Licht, aber erst im nächsten Part, dann sehen wir auch, wo wir uns befinden. Vielleicht spielen wir dann noch ein bisschen an Ivo rum, mal schauen. Also Leute, bis dahin. Ciao, ciao.